Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Heute Line Sample mit Carsten, hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr, aber ich habe noch Sample von ihm und ja, vor allem mal so in die Kiste gegriffen, Sample 2, Fläschchen aufgeschraubt, dran gerochen, roch ganz mild rauchig am Fläschchen und ja, dachte passt, ist ja so ein bisschen, auch wenn jetzt gerade die Sonne hier reinscheint, ich hoffe es nachher nicht zu hell wird, sonst muss ich es nachbearbeiten, ist ja gerade irgendwie so ein bisschen komisches Herbstwetter, ja, eigentlich wie den ganzen Sommer schon. Ja, gucken wir mal, was der Whisky kann. Wenn ich jetzt nicht vorhin am Fläschchen Rauch gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht mehr sicher, ob der rauchig ist. Ja, ja, okay. Minimal vielleicht. Überreife Lageräpfel. Gleichzeitig so ein bisschen was. Gewachste Äpfel. Alkohol merkbar, aber nicht unangenehm. Und im Hintergrund ist so ein richtig schmodderig schmorender Rauch, aber ganz schwach nur. Der hat nichts Medizinisches an sich, das ist eher so ein bisschen rußig. Und es ist zum Glück auch kein alter Kartoffel- oder Jutesack oder sonst sowas. Also es geht, auch wenn die Stärke nicht so heftig ist, nicht Richtung Atmer. Das hat mich eher ein bisschen an... ein bisschen wie es gab schon Hazelburn Abfüllungen, in denen das Gefühl hattest, da ist ein bisschen Rauch drin, der nicht reingehört. So ein bisschen in die Richtung geht das für mich. Eine muffige Vanille dazu, zu diesem Apfel. Apfelmus vielleicht, gerade wenn er ein bisschen länger steht. Warmes Apfelmus mit Vanillesoße, aber nur ein bisschen. Und diese Äpfel, die haben eben sowas von Lager- oder Mostäpfeln. Da brauchst du wahrscheinlich die süße Vanille, dass die dir nicht Wasser aus dem Mund ziehen. Ja, gucken wir mal, was er am Gaumen kann. Schöne, fette, ölig bis belegende Präsenz im Mund. Ich glaube, die Richtung war gar nicht so schlecht. Der kriegt jetzt einen Springbank-Touch. Mal Abgang. Da ist diese leichte Farminess, dieses Campbeltown-Muffige mit drin. Äpfel. Wenn man bös sein wollte, so eine minimale Spur von Silo. Aber nicht zu viel. Also ein bisschen was fleischig Kaubares. Es gibt fertig eingelegtes Fleisch, wo so einen leicht säuerlichen Kick hat. Und ich meine jetzt nicht Verdorbenes, sondern das gehört so. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ich bin auch kein Fan davon, aber im Whisky finde ich es ziemlich interessant. Wenn man länger im Mund hält, beim zweiten Schluck, baut sich so ein minimales Prickeln auf dem Gaumen, das aber sofort beim Schlucken weg ist und so einem belegen, cremigen, schweren Platz macht. Was auch passiert ist, wenn man ihn am Anfang länger im Mund hält, dass sich so eine leichte Vanillenote durchschummelt und dann unter leicht angegorenen Äpfeln und dieser leichten Farminote, was Salzigem jetzt im Nachgeschmack sogar ein klein bisschen untergehen, über allem schwebt so ein minimaler, sehr rußig schmottriger Rauch. Kohle, Schlacke, Versteht das nicht falsch, er schmeckt mir ziemlich gut. Wie gesagt, ich würde ihn jetzt fast Richtung Springbank schieben. Ich würde auf eine Bourbonfassabfüllung tippen. 46 bis 48%. Alter, ja. Er schmeckt nicht wie der 15er, also es ist keine Standardabfüllung. Aber es gibt ja da so ein bisschen Sonderabfüllungen, 14er oder sonst was. Er ist am Gaumen anders, wie sich ein Hazelburn anfühlen würde. Ihm fehlt hier die Frische dafür. Ich würde ihn schon Richtung Springbank schieben. Mit relativ dezentem Rauch, aber er ist präsent. Ja, ist durchaus lecker. Er hat für mich was typisch Campbeltowniges. Ich hoffe mal, dass ich damit wenigstens nicht daneben liege. Und er hat nicht die salzig Seefrische, die manche Glen Scotia hätten. Also es ist schon eher ein bisschen diese muffig schwerere Schiene mit diesem fast an fleischig Kauper grenzenden Charakter vom Springbank, der hier ist. Ja. Leckerer Whisky. Auf den ersten Ding ein bisschen unspektakulär, aber ich glaube, der gewinnt auch, wenn man den ein bisschen im Glas hat und zwei, dreimal probiert hat. Ein halbes Fläschchen habe ich noch da, da werde ich mir nachher noch mal einen Schluck eingießen, bevor ich ganz vergessen habe, wie schmeckt den Rest genauer verkosten. Danke schon mal dafür, Sample 2. Na, fast. Das ist also der berüchtigte Kilkerran 16, um den ja auch ein riesen Hype entstanden ist. Original-Bottling 46%. Die Preise sind recht schnell hochgemacht worden. Andererseits kamen sehr, sehr viele schlechte Reviews rein. Wenn ich ihn jetzt probiert habe, ahne ich warum. Das ist kein Wow-Whisky. Das will er aber auch nicht sein. Wie gesagt, ich denke, der wächst, je öfter man ihn im Glas hat. Das Bourbonfass ist durchaus merkbar. Ich meine, der hatte überwiegend Bourbonfass und relativ wenig Schnickschnack. Das ist ein sehr, sehr geradliniger Whisky. Ich hatte noch nie einen so alten Kilkerran. Muss ich auch sagen, das älteste, was ich bisher von denen im Glas hatte, war der 12er. Ich hatte die VIP-Sachen probiert, ich hatte die 8er, den Sherry und den Bourbon probiert. Ich habe den Peated nicht probiert, die Fassstärke. Das heißt, das kann ich mal ein Sample von irgendjemandem. Ich habe mir jedenfalls keine Flasche gekauft. Hat mich einfach nicht so gereizt. Den 16er, da wurde mir zu viel Tamtam drumherum gemacht. Und wie gesagt, die Reviews waren auch nicht so toll. Liegt aber nicht unbedingt dran, dass der Whisky schlecht ist, sondern vielleicht, weil das nicht ein Hype-Whisky ist. Oder nicht ein Whisky, auf den die Hype-Crowd anspringt. Er ist ein Tick unspektakulär, wenn ich jetzt überlege. Flaschen sind auch bei 130 € am Schluss gehandelt worden und noch mehr. Und das wäre mir ganz ehrlich nicht wert. Aber, ich sag mal, für einen vernünftigen Ausgabepreis, als sie den auf den Markt gebracht haben, das lag er bei 75 oder was. Ja, da sehe ich das Ding. Interessant, wie gesagt, wie ein bisschen wie ein Mittelalter-Springbank. Mit etwas weniger Rauch für mich. Die machen gute Sachen, es sind dieselben Mitarbeiter, also von dem her, ja. Vielleicht geht er ja mal wirklich in Serie und es gibt einen konstanten, vernünftigen Preis, dann kann ich mal eine Flasche von auf die Seite legen, als ihn. Hoff's Video hat euch gefallen, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, lasst mir ein Like und ein Abo da. Sorry, wenn der Output aktuell ein bisschen wechselhaft ist, einfach Stress und Wohlbefindens abhängig, sage ich mal. Schaut auf meinen anderen Plattformen nach. Ich habe wie immer alles verlinkt und wir sehen uns im nächsten Video. Und Carsten, vielen, vielen Dank für dein Sample und ich bin schon gespannt, was da sonst noch in der Kiste schwirrt, weil ich habe da noch zwei. Bis dann.